Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist schon fast 8:30. Wir sind ganz, ganz spät wieder heute. Ich weiß auch nicht. Ich mag es schon nicht mehr sagen. Ich komme einfach nicht hoch. Ich bin schon wach lange und dann höre ich noch ein Hörbuch. Da lege ich mich wieder hin und bleibe ich einfach liegen. So auf diese Art, ne? Naja, Sie haben schon gemeckert. Kein Wunder, aber heute gehen wir etwas raus. Naja, guck mal, der Himmel da. Ist ja schon wieder blau über uns. Und da ist die Sonne. Seht ihr schon, ne? Ach, und Tara, die läuft schon wieder. Tara hat ein richtig schönes Fell wieder. Das ist ja bei ihr mal. Die hat so ein schönes Fell und das sieht die zweimal, dreimal, naja, meistens zweimal im Jahr aus. Und dann sieht sie aus wie ein gerupftes Huhn meistens. Jetzt wächst es gerade wieder nach, im Hochsommer. Ich weiß nicht, das ist bei ihr auch so ein bisschen komisch. Wir wollen mal weitergehen. Und auf der Brücke, auf der einen Seite ist noch das Wasser zu sehen, aber es verschwindet da auch schon im Grün, seht ihr? Und da sind meine beiden und warten. Ja, die Sonne ist schon sehr, sehr hoch am Himmel. Und auf der anderen Seite, wo es sonst immer eigentlich gluckert und plätschert, wie was ich so gerne habe, da hat man zwar Mühe, das Wasser noch zu sehen. Seht ihr da? Ich hoffe, ihr könnt es sehen, ne? Ja. Die Zeit, dass man das wieder freischneidet. Ich weiß nicht, das machen die vielleicht einmal im Jahr. Also Mia sehe ich schon mal. Ah, Tara sehe ich auch schon mal. Da ist Tara. Und da ist auch wieder so ein Muttergotteskelch im Getreide. Wo ist er denn? Kann ich ihn ansteuern? Da ist er. Ich hab den. Seht ihr? Schön sehen die aus, ne? Blüht noch wunderbar. Es wird auch noch eine Weile so gehen. Insekten sind nach wie vor da. Ja, hier ist was abgebrochen von dem Baum. Ein paar Lichtnelken haben wir da noch im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt. Wir haben 2, 3 Kornblumen geblüht. Also, die hat auch noch ein paar Knospen. Guck, dahinter ist noch so ein Wurmfarn. Und dahinter ist ein bisschen Mohn noch. Insekten lieben den Mohn auch. Es sind immer welche dran. Und da ist noch so ein bisschen Lichtnelke, ein paar mehr. Und dahinter wieder Mohn. Geh mal ganz raus, damit ihr mal seht. Das ist dieser kleine Erdhuckel. Überwuchert im Moment von Brennnesseln eigentlich. Und man freut sich schon über jede einzelne kleine Blüte hier. Ne? Distel blüht wunderbar. Aber ist nicht sehr beliebt bei den meisten. Streut natürlich auch unheimlich ins Land. Hier ist auch so eine kleine andere Distelart. Die ist aber schon am Samen, am Aussamen. Das Getreide ist sehr, sehr reif. Ich denke, das wird auch bald gemäht werden. Hier wächst noch ein bisschen Schafgarbe. Die scheint ja sehr genügsam zu sein. Die ist ja fast überall zu finden. Und das ist hier, das nennt man hier guter Heinrich. Das ist auch als Gewürz zu nehmen. Zum Beispiel früher zu Gans und sowas. Habe ich natürlich nie gegessen, meinem ganzen Leben keine Gans gegessen. Ui, da sind aber Hunde weit weg. Sind das womöglich meine? Hey, Halunken! Guck's einmal nicht hin. Ne? Der Mais ist schon unheimlich geschossen überall. Und auch schon ausgebildet. Die haben schon diese Perücken auf, hätte ich fast gesagt. Diese Buschel. Ja, ich habe gedacht, es wäre heute kühler. Es ist nicht heiß, aber es wird warm wieder. Ich merke es jetzt schon. Ja, dafür sind wir zu spät um die. Hui, guck mal. Und eine kleine Mohnblume. Guck mal, was man sich freut, wenn man so eine Mohnblume sieht. Ne? Junge, die. Ich muss mich kugeln, sagt Mia. Geht nicht anders. Wir werden uns ja gleich in Schatten wieder hinsetzen in aller Ruhe. Da ist der kleine Kotten da hinten. Ja. Ich muss doch mal irgendwie versuchen, ob ich nicht mal irgendwie fragen kann. Vielleicht treffe ich mal jemanden unterwegs, aber ich treffe so selten mal jemanden hier. Mal fragen, ob sie nicht wissen, ob man nicht mal in den Kotten fotografieren darf. Würde ich so gerne mal tun. Hinten laufen Hasen auf dem Weg herum.
Aber ich weiß nicht, ob ich so schnell zwitschern kann. Ist er schon weg, ne? Ist schon weg. Er ist schon weg jetzt. So, wir sitzen wieder hier auf der Wiese. Hier im Schatten ist es so angenehm. Kann man es gut aushalten. Ich hoffe, ich habe nicht wieder Ameisenstraße erwischt. Das ist nicht so günstig. Ich zeige euch mal den Himmel rundherum. Das ist so ein richtiger Sommerhimmel, so mit diesen Schlierwolken dran. Ich weiß nicht, wie die. Die haben bestimmt auch einen Namen. Aber ich sag mal Schlierwolken, ihr versteht das schon, ne? Was man alles im Gras so sehen kann. Diese winzig kleinen Blätter und diese winzig kleinen Tautropfen überall. Ich finde das spannend. Vor uns ist eine einzige gelbe kleine Blüte. Eine. Ja, guckt euch das an. Seht ihr? Weit und breit die einzige kleine gelbe Blüte. Und ein Popo von mir. Das macht Spaß, einfach hier sitzen. Einfach hier sitzen. Ein bisschen ins Land gucken, das tun wir gerne, ne? Da haben wir Spaß dran. Selbst die Kühe sind hinten im Schatten, irgendwo hinter den Bäumen. Ja, ich kann euch leider nicht zeigen. Ich habe vorhin, als wir hierher fuhren, auf einer Wiese Reiher gesehen. Ich habe sonst nichts gesehen im Moment. Ich höre auch nichts. Es ist erstaunlich ruhig heute um die Zeit. Aber es ist auch schon spät am Tage. Vielleicht liegt es daran, ne? Ja, ein bisschen ausruhen. Ja, ich werde wirklich alt. Ich merke es immer mehr. Ich habe wenig Kraft noch. Ich habe wenig Kraft. Schlimmste ist, ich habe wenig Antrieb. Das ist das Schlimmste. Ich versuche es immer, mich zu motivieren. Und zu motivieren, aber manchmal ist es schon sehr schwer. Guck mal, so eine ganz, ganz kleine Blume. Sie sieht man kaum, wenn man vorbeiläuft. Geh noch mal raus. Die meisten würden sie gar nicht sehen, nehme ich an, ne? Weil sie einfach so klein und unscheinbar ist. Das ist da hinten das Gleiche, ne? So kleine Sachen am Wegesrand. Naja, wenn man auf der Erde sitzt, hat man noch mal eine andere Perspektive. Warte mal, ui, ich brauche mal zwei Hände. Ich drehe mich so halb um und dann ist das schwierig, gerade zu halten. Ja, andere Perspektive. Perspektivenwechsel. Nicht schlecht, sollte man öfter mal machen. Guck, die ruhigen Wege, das ist das, was ich brauche. Ruhe. Habe ich doch noch ein klein bisschen was gefunden für meinen Mann. Ich stelle ihm immer an diesem Bild ein paar Blümchen hin. Oder ein paar Gräser. So, und da sind meine beiden. Wir fahren jetzt nach Hause. Sagt auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Bis gleich, ihr Lieben. So, ihr Lieben, da sind wir am Basteltisch. Und zuallererst möchte ich euch ganz gerne kurz zeigen, wie die kleinen Tags jetzt aussehen. Wartet mal, ich glaube, ich werde sie mal so höher halten. Wir machen es mal einzeln. Warte mal, weil das so ein bisschen shiny war. Seht ihr, das ist shiny, aber wenn man jetzt genau guckt, ich versuche es mal zu drehen, seht ihr das? Das kam auf dem letzten Film nicht richtig raus. Und ich habe so ein ganz klein bisschen noch umrandet und das war's. Also ich, seht ihr, wenn man so guckt, es ist sehr, sehr shiny, zack, ne? Aber wenn man anders so ein bisschen dreht, ist nur so eine kleine Goldschicht. Also das ist ein bisschen schwer mit der Kamera. Wie ihr seht, habe ich so ein paar kleine Labels mit da drauf gemacht noch. Und, seht ihr, shiny, 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 shiny. Und dann ist es aber doch ganz angenehm. So kleine Label, die, ich habe mir einige bestellt, einige, viele. Ich habe jetzt wirklich einiges an Auswahl. Also das finde ich ganz schön, muss ich sagen. Ne? So, das gefällt mir jetzt ganz gut. Lege ich mal zur Seite. Da möchte ich mal auf einen Kommentar gerne eingehen. Also manchmal bin ich immer wieder, ich weiß es auch nicht, was sich manche Leute so vorstellen oder denken, wie die Sprache ankommt. Also ich kriege einen Kommentar, vielleicht war der auch gar nicht mal böse gemeint, vermute ich mal, ich gehe mal davon aus. Und diese Dame, die kennt auch eine Person, die am liebsten alleine ist. Spricht ja nichts dagegen, ne, oder? Und jetzt kommt, es ist schwierig, mit solchen Menschen auszukommen. Sie suchen Fehler immer bei anderen. Sie sind ständig unzufrieden. Ich habe es extra aufgeschrieben. Ich gehe denen aus dem Weg, weil ich eine Frohnatur bin und mich nicht von deren schlechten Laune anstecken lassen will. Da habe ich drunter geschrieben, ja, was soll mir das jetzt sagen? Darauf bekam ich leider keine Antwort. Aber ganz ehrlich, ich verstehe die Ansagen nicht.
ganz, ganz offen und ehrlich. Mit mir braucht ja gar keiner auskommen. Ich bin ja immer nur alleine, aber ich habe wenig schlechte Laune persönlich. Ich bin traurig. Das ist was anderes, als wenn man schlechte Laune hat. Ich habe meinen Mann vor einem Jahr und 5 Monaten verloren und er ist über Jahre elendig gestorben. Ich habe jedes Recht der Welt, traurig zu sein und bedrückt zu sein, und ich kann machen, trauern, so lange, bis ich ins Koma falle. Deswegen habe ich immer noch keine schlechte Laune. Ich bin halt traurig, ne? Vielleicht sollte man das mal unterscheiden. Und Fehler bei anderen suchen, nein, kann man mir nicht vorwerfen. Also das tue ich nicht. Ist mir nicht bewusst zumindest. Also manche Ansagen sind mir einfach zu hoch. Tut mir leid, da verstehe ich nicht. So, wir wollen uns jetzt erfreulicheren Dingen zuwenden, hoffentlich. Also ich habe wirklich viele, viele schöne Label. Die habe ich vor ein paar Tagen bekommen. Ach, das ist auch ein Sticky. Ich muss mal eben schauen, mache ich das hier unten? Ah, jetzt habe ich mich für... Wartet mal ganz kurz, ich muss mal eben... Ich sag sofort was. Ich wollte es nur eben aufkleben, weil wenn ich es jetzt nicht aufklebe... So machen wir das. Wenn ich es jetzt nicht aufklebe, dann flittert das Zeug da immer rum und dann vermisse ich das und ich weiß es auch nicht. Ne? Machen wir das mal eben. Ich erkläre es sofort und ich zeige es auch sofort ausgiebig. Und dann habe ich hier Nobody is Perfect. Das finde ich schon mal sehr schön. Habe ich immer noch keinen Mülleimer hier? Wo ist denn mein kleiner Mülleimer? Das ist ja ein Behelf hier. Na gut. Machen wir das da in die Ecke. Ich habe meinen kleinen Mülleimer irgendwo vertüdelt. Na, ist egal. So, ihr seht, dass da schon was drin liegt, aber das hat jetzt einen anderen Grund. Ich lege das jetzt mal eben kurz zur Seite, damit ich euch was zeigen kann. Das Ding habe ich ja gestern gemacht, wenn ihr euch richtig erinnert vielleicht. Ne? Dann habe ich gedacht, was kannst du denn damit anstellen? Und dann fiel mir ein, dass ich hier so ein Motivationsbüchlein für mich rausmachen könnte. Wisst ihr, wie ich meine? So, und zwar fange ich mit dieser Figur an. Ich habe mir das hier überlegt. Text kann man hier noch draufschreiben. Das bin ich, das ist die Petra. Und ganz hinten, hier ist der Theo. So, ne? Und ich wirklich traurig bin, versuche ich mich jetzt zu motivieren, indem ich jetzt hier, guck mal, die sind lustig, die Figuren, ne? Ich habe die ausgeschnitten. Ich kann dann hier so ein Wort hinschreiben, zum Beispiel, freuen oder nett sein oder irgend sowas, wisst ihr so? Ich weiß noch nicht genau was, aber seht ihr, wie ich es mache? So, ne, dann kann ich hier immer so irgendwelche Motivationswörter draufschreiben. Da kommt auch jetzt nicht furchtbar viel rein. Das muss ich noch ausschneiden. Hier kommt die dicke Madame rein und der dünne Mann. Und dann kann der so hochgucken und die ist so unten. Dann können die so... Kann sein, dass ich das einfach vielleicht auch nur so klein mache. Ich weiß es noch nicht genau. Und dann nur so ein Wort hinschreibe. Und die kommen auf jeden Fall in die Mitte. Der ist neu, den habt ihr noch nicht gesehen. Jetzt hatte der natürlich, ich war ja nicht geplant, das so zu machen, hatte der zu lange Beine. Er kam nicht um die Ecke rum. Also auf eine Seite kriege ich ihn. Jetzt muss ich ihn auf 2 Seiten und unter dem Genähten. Eigentlich hatte ich das so gemalt, aber das kriege ich jetzt nicht hin. Jetzt mache ich das so und das finde ich jetzt auch süß. Ne, das ist die Mitte. Kommt der so da drunter. Und hier kommt der Blaue rein und da ist er oder sie und er, ich weiß noch nicht genau. Könnte sein, dass ich das dann so klein mache, damit wir dann nur so ein Wort haben. Mal sehen, wie wir es machen. Ich habe darauf geachtet, dass die Figuren im Kontrast stehen zum Hintergrund. Mir fehlten 2. Die habe ich jetzt gestern noch gemacht. Die muss ich noch mal eben anmalen. Das mache ich gleich. Und dann kommt hier ganz zum Schluss. Ja, so habe ich das jetzt gedacht. So, ne? So ein kleines Motivationsbuch, so Lebensfreudebuch, so sowas in der Art. Ne? So versteht ihr das? Dann habe ich hier ganz viele Sticker rausgenommen. Die kann ich. Best wishes, you are best thing, dream, today. Was ist das hier? Warte mal. Enjoy, flourish. Hier zum Beispiel enjoy, flourish könnten wir doch hier zum Beispiel bei diesen beiden schon mit so da drauf geben. Ne? Das hätten wir doch dann schon mal erledigt. Ne?
Brauchen wir dann gar nicht erst lange rumhampeln. Ist das auch ein? Das sind alles Sticker, ne? Selbstklebende Dinger. So, ne? Enjoy Flourish. Dann kann ich hier noch was draufschreiben. Also das kommt ja alles noch. Seht ihr, ne? Schönes. Ja, Sticker. Diese habe ich auch neu. Die sind sehr, sehr schön. Have a nice day. With flower, könnte man da sagen. Und hier have a nice day. Und hier ist wishes drauf. Und hier steht best wishes. Ich habe alles mögliche. You are your best thing. Das könnte ich mal vielleicht mal hier hinschreiben. Gucken wir mal, wo wir die unterbringen. Bin mir nicht sicher. Doch, das sind alles selbstklebende. Ich frage jetzt jedes Mal. Brauche ich, glaube ich, nicht fragen. Das sind alles selbstklebende. So, zum Beispiel den kann ich schon mal aufkleben. Dann ist der schon mal drin. Ja, ich bin immer sprachlos. Das muss ich euch sagen. Entweder ist die deutsche Sprache so missverständlich. Eigentlich nicht, ne? Aber ich frage mich dann immer, wieso man mir das unterstellt, dass ich ständig schlechte Laune habe. Also ich bin jetzt jemand, der nicht besonders viel schlechte Laune hat, würde ich jetzt einfach mal von mir behaupten. Aber was soll ich sagen, ne? Tja, ist erstaunlich, finde ich das. Erstaunlich. Oh, nee, unten darf ich nicht. Unten nicht. Fehler. Warte mal, ich muss einen Boschi holen. Einen Moment. Wischiwaschi. Babywipe meine ich natürlich. Wischiwaschi. So. Wartet mal. Habe ich jetzt nicht richtig aufgepasst. Hinten der untere Rand, der wird doch nicht festgeklebt. Ich will das nicht drauf haben, ne? Das den Kleber. Ich glaube, ich habe es runter. Alles gut. So. So wollte ich das machen. Ja, ist gut, ist okay. Und das hintere kann ich auch schon festkleben. Da ist ein Stempel. Fehlversuch. Da habe ich nicht. Ich suche schon wieder. Ja, ich hatte gestern hier so gesessen, habe überlegt, was machst du denn jetzt damit? Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache mir so ein kleines Motivationsbüchlein für mich selber. Einfach nur für mich. Habe ich jetzt vielleicht hier auch noch so einen kleinen Aufkleber? 14 Flowers, the Brave. Das Glück, Favors, also was heißt das? Fortune, Favors, the Brave. Also das Glück bevorzugt die Tapferen, würde ich sagen, oder? Oh mein Gott, was sind das für Wörter? Kenne ich schon gar nicht. Ich kann mir das nur so denken, dass es so heißt. Okay. Ich mache das so drauf. So, ne? Jetzt brauche ich eigentlich noch ein kleines Namensschild. Ne? Brauche ich auch noch. Die kann ich auch schon mal einkleben hier. Aber jetzt pass mal auf. Jetzt nehme ich aber hier. Ja. Nein, ihr braucht keine Angst haben. Ich mache jetzt gleich entweder auf schnell oder ich mache auf Stopp. Oh. Schon auf den Tisch geschmiert. Kommt immer von dieser Beeilerei raus. Gott im Himmel, Petra, mach das doch bitte nicht immer auf diese Unterlage. Es ist doch unerträglich mit dieser Frau. Jetzt hat sie da wieder rumgeschmiert. Also wirklich, furchtbar. So. Guck mal, das finde ich hier so richtig süß, finde ich das. Richtig, richtig süß. Richtig niedlich. Meine Güte. Ja gut, man kann ja auch mal was Niedliches machen. Man muss ja nicht alles immer Vintage und Grungy und Steampunk und ich weiß nicht, was ihr alles für Arten habt. Aber es kann ja auch mal einfach was niedlich sein. Was nett, was freundlich. Ich brauche das jetzt mal, habe ich mir gerade so überlegt, gell? Oh, müssen wir eben andrücken. So.
Ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich das einfach halbiere. Nur das hat so ein kleiner Farbklecks. Das könnte ich jetzt nochmal rausreißen, denke ich. Genau, lass mal sehen. Es reicht mir, hebe ich auf, kann ich vielleicht woanders noch verwenden. Und dann müsste ich hier was draufschreiben. Könnte ich hier, sieht man das mit dem Stift nicht besonders gut, ne? Habe ich vielleicht besser, soll ich mit dem Füller schreiben? Vielleicht besser mit dem Füller, oder? Was habe ich denn? Oh, da ist der andere schwarze, den ich immer gesucht habe. Den nicht mit permanent, nein, das nicht. Ich könnte jetzt die ganze Kiste rausnehmen, aber das mache ich lieber umständlich, wisst ihr? Ich habe das lieber sehr, sehr umständlich und nerv jeden mit der Krabbelei hier, ne? So ist das. Jetzt habe ich da tausende von... Das klebe ich da mit rein. Was habe ich denn hier für eine Farbe drin? Ich weiß es nicht. Das ist ein schöner Stift. Dann habe ich hier noch einen. Was ist denn da für eine Farbe und für eine Feder drin? Lila. Wow. Hier ist Lila drin. Ich weiß ja nicht. Soll ich mit Lila schreiben? Jetzt habe ich alle genug genervt gerade, gell? Ja, tut mir leid. Hier habe ich so einen kleinen süßen Aufkleber. Den mache ich einfach hinten rein. Nein, den mache ich einfach hinten drauf. So mache ich das. Ja, der ist hier von diesem... jetzt habe ich schon wieder den Namen nicht. Von diesem einen Stempelladen. Und die haben immer so kleine Stempel mit so kleinen Figuren. Ich weiß gar nicht, was das für Figuren sind. Ich kenne die Geschichte offensichtlich nicht, aber diese haben immer so... Ich brauche doch mehrere Farben. Okay. Das war jetzt lila. Ja, das war jetzt lila. Das andere war blau. Sei... freundlich. Sehr freundlich. Ja, das drückt sich durch bei dem Papier, aber ist es nicht so. Ja, gibt Sachen, die sind schlimmer, gell? Ich muss jetzt hier ein Namensschild für mich noch haben. Und für mein Warte mal. Könnte ich da vielleicht eins von diesen hier nehmen? Entschuldigung, ja, könnte ich, aber die sind alle schon vollgestempelt. Das ist dumm. Okay, alles jetzt. Oh. Ich habe es jetzt in Griffweite. Es ist nur etwas, so einen langen Arm hat man nicht. Ich will mal schauen, ob wir hier was finden. Ich habe so viele schöne. Hier habe ich diese Vintage-Label, die finde ich auch sehr, sehr schön. Vielleicht, ja, warte mal. Ich kann ich mir für mich selber ja auch mal erlauben, einen schönen Vintage-Label zu benutzen, oder? Meine Güte, Petra, das ist aber auch wirklich... Hier, die sind schön. Diese eckigen hier. Die würden passen. Gucken wir mal, ob wir noch vielleicht was Schöneres finden. Was Kleineres. Die sind sehr schön, diese Label. Ja, die hätte ich auch, aber... wisst ihr wo? Warte mal. Hier, da habe ich sie auch noch in so. Ne, wir lassen es so, wie es ist. Der erste Griff war der richtige. Entweder oder. Das kann man ja 100 Jahre machen. Oder. Bum, 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 bum. Jetzt bin ich überzeugt, dass das auch abziehbar ist, oder? Ja. Die habe ich mir alle bei Temu jetzt. Ne, die ersten nicht. Die. Und da muss ich da allerdings mit einem anderen Stift draufschreiben. Ja, tut mir leid. Ich bin nervig, ich weiß. Ich habe gerade mal nachgeschaut, weil ich wollte eigentlich nach einem anderen Namen schauen. Und
war ganz überrascht, dass Petra, also bei dem Namensregister, wo ich nachgeschaut habe, dass Petra auf Platz 5 in dem Register stand. Das ist der Beliebtheit, der Häufigkeit. Und mein Mann hieß ja Theo. Es war ja damals zu unserer Zeit ein furchtbar altmodischer Name. Kein Mensch, ja, nur so ganz uralte Leute auf dem Lande. Und er kommt ja auch vom Lande, deswegen heißt er ja auch so. Hieß er ja auch so. Und Theo ist auf Platz 3 der Beliebtheit. Geht das jetzt wieder zum Trend so für solche altmodischen Namen? Kann sein, ne? Das kann wohl sein. Das ist nicht unmöglich. Ich habe nicht den richtigen. Ach, ich weiß ja warum. Jetzt hole ich mir die Kiste mal raus. Das ist mir zu anstrengend, weil da liegt so viel Zeugs drauf, ne? Das ist das Problem. Ich habe so einen kleinen Stift. Ich muss jetzt gucken. Das ist braun. Ups. Ist ein bisschen viel, was ich an oh, da ist einer ohne Kappe. Der ist nicht gut. Der war noch nie gut, dieser hier. Der ist richtig doof. Der ist auch nicht so doll. Das ist nur ganz klein. Aber den kann man mal gebrauchen. Man weiß es ja nicht. Die sind die schönen, die alten, die Pelikan. Das sind alte. Guck mal, einer, der fühlt sich komisch an, dieser hier. Warum? Dann habe ich in der Schule habe ich immer mit Lami geschrieben. Ich habe noch einen davon, glaube ich. Ist der nicht mehr da? Ups, der ist nicht mehr da. Es fehlen mir auch welche, da muss ich zugeben. Es fehlen mir welche. Dann habe ich hier so einen Kalligraphie-Stift. Da habe ich noch mehrere Sorten. Der ist schön von der Farbe gerade. Muss ja ein bisschen, muss ich ja aussehen. Und das soll heißen, sei nicht traurig. Sei nicht traurig heißt es. Das ist das Motto des Buches. Sei nicht traurig. Sei freundlich. Ich schneide jetzt mal aus und zeige euch gleich, wie es weitergeht. Ne? Sonst wird euch das bestimmt zu langweilig. So, ich habe nun alles fertig gemacht. Das ist soweit für mich okay. Das habe ich noch gefunden. Da steht Love and Faith drauf. Und dann steht hier zu Besuch bei den freundlichen Eumelblups. Hier sind so ein paar Anhänger dran gekommen. Herzen, Schlüssel. Schlüssel zum Herzen, sowas. Ne? Und ein schöner Vogel. Unsere Namen. In dem ganzen Buchstaben war kein E. Musste ich dann so fuschenmäßig. Hier habe ich hinten habe ich das drauf mit Datum. Geschlossen wird es einfach mit diesem kleinen Knipser-Dingsbums, ich weiß nicht, wie die heißen. Und das ist halt das Büchlein. Ja, das ist ein Bild von meinem Mann und mir aus guten Zeiten noch, bevor alles so schlimm wurde. Und dann steht hier Wishes, also Wish you were here. Sei nicht traurig. Traurig, weil ich nun immer alleine bin. Ne? Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Enjoy flowers. Sei freundlich. Die Natur genießen. Sich an den kleinen Dingen erfreuen. Hallo, wie geht's heute? Zufrieden sein. Das Glück der kleinen Dinge. Staunen nicht vergessen. Have a nice day. Dankbar sein. Glück. Gut, sei mutig. Die sind neu, die beiden. Sei stark. Have a nice day. Mein lieber Mann starb am 18. Februar 22. Ich bin so vertrottelt. Ich weiß nicht, ich weiß das. Aber ich schreibe das dann so dahin. Machen wir das anders. 2022 machen wir dann daraus. Ach Mensch, ich bin wirklich mit meinen Gedanken immer ganz weit weg. Jetzt sagen wir mal, das war absichtlich so, ne? 2000. Ja. Und dann habe ich nur eine Bitte, dass er mich abholt, wenn es dann soweit ist, ne? Bis wir uns wiedersehen.
Das ist noch ein Bild von uns aus den, ja, letzten Jahren, kurz bevor es ganz schlimm wurde. Da war es am Anfang, die Diagnosen kamen, glaube ich, gerade so rein. Ja, das Bild, das war aus guten Zeiten noch, das war noch mit Mira und Tara, als Tara noch jung war, Mira noch jung war, das war so schön, da sind wieder in so einem Wald spazieren gegangen. Ich weiß noch genau, wo das war. Das war so schön. Und das war da, wo unsere Hunderunde ist. Ne? So, das ist für mich jetzt nur so, für mich persönlich. Wenn ich jetzt ganz traurig bin, dann gucke ich mir das vielleicht an und vielleicht heitern die mich dann so ein bisschen auf, habe ich gedacht. Ne? So. Das war's von mir von heute. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Schön, dass ihr wieder dabei wart bis zum Ende. Ich danke euch dafür. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und ihr habt vielleicht einige Ideen mitnehmen können oder Anregungen. Naja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute. Auf Wiederschauen.